Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer neuen Runde StarCraft 2. 1 zu 1 mit mir, Rob, als Zerg gegen einen Zufalls. Auf dem Parasitenlabor LE. Zufall. Das ist natürlich kritisch. Da müsste ich einen Drohnen-Scout schicken. Oder ich gehe halt einfach davon aus, dass ich früh pushe. Dann brauche ich keinen Drohnen-Scout. Ach komm, wir pushen heute mal früh. Habe ich jetzt schon 3 Folgen hintereinander gesagt, dass ich früh pushen will, habe es nie gemacht. Heute wird gepusht. Und die neue Watches ist da, die Replika-Zerg. Ich habe jetzt schon das Hauptgebäude freigeschaltet. Sieht recht annehmlich aus, doch kann man nur sagen. Ist okay, passt soweit. So, dann haben wir das schon wieder vergessen. Das muss dahin, das muss ja noch dort. Overseer dazu. Der Overseer fliegt hier runter und scoutet. Good luck, Herr Fang, können wir nur wünschen. Und warten dann einfach mal auf den Overseer, Overlord. So, da ist er. Gas nehmen. Pool nehmen. Und dann noch wieder eine Drohne. Du kannst hier vorne mit hin. Wir gucken trotzdem mal, was Scout macht. Sicher ist sicher. Nehmen dabei 18 Drohnen auf jeden Fall die Echse. Du kannst es noch abgeben und dann dahin. So, wir sehen nichts. Overlords brauchen zu lange. Am besten wäre, wenn ein Overlord entgegenkommt. Bei ZVZ habe ich eigentlich nicht so den Bock drauf. Weil Baling Fights. Ach nee, ich weiß nicht. So, Echse nehmen. Okay, es wird ein ZVZ. Können wir theoretisch schon das Baying Nest gleich dazu holen. Oder machen wir Upgrades, wir setzen auf Upgrades. Er hat schon Linge, will er jetzt wirklich schon mit Rolling pushen. Ich weiß nicht, ob ich eine Echse gescoutet habe, keine Ahnung. Dann müssen wir noch Speed andrücken. Speed ist wichtig, er wird schon erforscht haben, weil es war ein ziemlich tätiger Pool. Aber dadurch, dass ich bei mir verteidigen kann, wenn was kommt überhaupt, und es kommt anscheinend nichts. Spielen wir einfach ganz normal weiter und drohen noch ein bisschen hoch. Forschen schon mal 1-1 und dann mit 1-1 werden wir dann mal einen Go machen. Brauche ich nicht, weil er macht selber einen Go. Sehr gut, dass das geschlüpft ist, bin ich nicht so bleiblock. Overlord dazu. Spinecrawler, jetzt sitzen wir noch an die Ramp. Und er wird immer mehr länger. Nehmen wir noch Bailing Nest mit dazu. So, jetzt will er meine Queen holen, mein Dings holen, okay. Metamorphose abgeschlossen. Probiere ich die Queen zu bekommen. So, Baneless ist gleich durch. Overseer gehört dazu. Was ich halt mit dem Overseer andauernd habe. So, ich mache das gleiche. Ich hole mir jetzt auch sein Overlord. Wenn er das kann, kann ich das auch. So, da hat er ja genug verloren. Wer wirklich schon die dritte nehmen. Mutation abgeschlossen. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich sollte eigentlich reinpushen, aber wie gesagt, ich mag ZVZ
gar nicht. Ja, trotz Bailing verloren, sehr gut. Ich spiele richtig schlecht im ZVZ, ey. Aber richtig schlecht. Oh mein ZVZ, das ist nicht meins. ZVZ-Fights, ey, das ist so widerlich einfach nur. Weil er ist noch vorne, er wird noch schön Echo gemacht haben. Ich habe kaum Echo. Base steht jetzt. Ich muss weiter hochdrohen, sonst bin ich so weit hinten. Ich bräuchte nur eine Queen, ich habe halt kein Income. Hab seinen Overlord nicht bekommen, ey, richtig schlecht. Er hat meinen bekommen. Jetzt können als nächstes Muten folgen. Ich könnte auch Muten spielen, ja, bis jetzt die richtige Reaction ist, um Muten zu gehen, mal gucken. Proben noch ein bisschen hoch. Sind eh hinten. So, das 1-0 macht sich jetzt doch bemerkbar anscheinend. So, der ist schon mal tot. Er will es jetzt auch mit Bailing probieren, das heißt, wir müssen Wutsporn setzen. Das ist jetzt ganz schlecht. Mit dem Run-By, ja okay, das ist vorbei, das Spiel, denke ich mal. Oh, das ist auch ein kompletter All-In. Der hat keine Echo. So, jetzt nehmen wir uns gegenseitig alles weg. Er kann keine Linge mehr bauen. Und ich kann theoretisch alles wieder aufbauen. Muss mich nur irgendwie verteidigen. Bang, jetzt habe ich nicht mehr. 1-0 habe ich. Er hat nicht 1-0. Das heißt Fight. Okay, bis er das wegmacht, da kann ich wieder neue bauen, wenn ich Glück hab.
So, wir gucken mal vor. Ein paar Drohnen können wir wieder bauen. Es wurde ja echt knappes Spiel, war komplett erinnert bei ihnen. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich muss jetzt mit dem paar Link noch so viel wie möglich reißen, wenn er noch Drohnen hat. Hier sind keine Drohnen dran. Hier sind keine Drohnen dran. Hier sind drei Drohnen dran. GG, puh, das war ein knappes Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch gewinne. Trotzdem, sehr schönes Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Rob.